Hallo, mein Name ist Winter Christian und ich bin der Gründer von menschwendel.at. Zuerst kurz zu meinem Werdegang. Nach der Grundschule absolvierte ich die Höhere Bundes- und Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft in St. Florian. Anschließend absolvierte ich den Zivildienst. Dieses Tätigkeitsfeld gefiel mir so gut, dass ich kurz darauf die Krankenpflegeschule in Kirchdorf besuchte, die ich dann auch 2007 abschloss. Ich ging dann für 7 Jahre nach Wien, um als Krankenpfleger zu arbeiten. Ende 2014 kam ich mit meiner Familie wieder zurück auf unseren Betrieb. Im Hintergrund sehen Sie unseren Betrieb. Dies ist ein Erbhof, das heißt, er ist seit 200 Jahren in Familienbesitz. Wir bewirtschaften 27 Hektar, wobei 21 Hektar Ackerland und der Rest aus Grünland und Wald besteht. 2012 übernahmen wir von meinen Eltern unseren Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Tierproduktion schon aufgegeben und bewirtschafteten nur mehr die Ackerfläche. Als wir dann Ende 2014 auf den Hof übersiedelten, stellte sich für uns die Frage, wie wir ihn weiterführen sollten. Unser Ziel war es, den Betrieb wirtschaftlich und ökologisch weiterzuführen und weiter zu bewirtschaften. Dies war für uns nur mit der Direktvermarktung möglich. Wir entwickelten daraufhin ein Konzept und menschwendel.at war geboren. Dieses Konzept beruht sich auf 5 Säulen, auf der Regionalität, auf einer artgerechten Tierhaltung, auf Transparenz, Kundenorientierung und einer hohen Fleischqualität. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertiges Schweinefleisch zu produzieren, bei der die Wertschöpfung in der Region bleibt. Die Kunden sollen wissen, wie das Produkt produziert wird, vom Ferkel bis zum fertigen Fleisch. Anfang 2015 starteten wir mit dem Stallumbau. Wir schafften Platz für 30 Mastschweine. Aktuell habe ich 24 stehen, wobei Ende Jänner wieder 6 hinzukommen. Wichtig ist vor allem für mich die Regionalität. Das beginnt beim Ferkel, geht hinüber zum Futter und kommt auch bei der Schlachtung zur Geltung. Die Ferkel kommen direkt von meinem Nachbarbetrieb, der eine spezielle Rasse für mich züchtet. Sie werden mit 30 Kilogramm bei mir eingestellt. Als Futter bekommen sie nur von mir angebautes Getreide. Dieses ist eine Mischung aus Futtererbse, Winterweizen und Wintergerste. Die Schlachtung erfolgt 5 Kilometer entfernt in Schlierbach. Ich transportiere sie selbst hin zum Schlachthof, damit sie einen möglichst schonenden Transport haben. Ein weiteres Augenmerk legen wir auf die artgerechte Tierhaltung. Bei uns werden die Schweine ganzjährig auf Stroh gehalten. Außerdem haben sie in ihren Buchten ausreichend Platz, um sich zu bewegen. Wie Sie sehen können, besitzen alle unsere Schweine noch ihr Ringelschwänzchen. Diese Rasse besteht zu 50% aus einem Duroc-Anteil. Ein Merkmal von den Duroc-Schweinen ist, dass sie einen höheren intramuskulären Fettanteil besitzen. Das heißt, das Fleisch bleibt beim Braten saftiger. Die Schweine werden ca. 6 Monate von mir gemästet. Hierbei erreichen sie ein Endgewicht von 160 Kilogramm. Wenn sie ihr Endgewicht erreicht haben, transportiere ich sie mit einem Anhänger von mir zum nahegelegenen Schlachthof, damit alles möglichst stressfrei abläuft und dadurch die Qualität des Fleisches gewährleistet bleibt. Transparenz ist für uns besonders wichtig. Viele meiner Kunden nutzen die Möglichkeit, sich vorab meinen Betrieb anzusehen. Sie schauen sich die Stallungen an, informieren Sie sich, was die Tiere zum Essen bekommen bzw. wie sie gehalten werden. Wenn Sie dann eingestellt haben, können Sie über die Webcam immer wieder auf den Stall zugreifen, um zu sehen, wie es Ihren Tieren geht.
Hier befinden wir uns im hauseigenen Zerlegeraum. Hier wird das Fleisch küchenfertig zerlegt, vakuumiert und etikettiert. Ein Teil des Fleisches wird eingesurrt und zu Speck weiterverarbeitet. Wie funktioniert jetzt der Bestellvorgang? Grundsätzlich haben die Kunden die Möglichkeit, bei mir ein Viertel, ein halbes oder ein ganzes Schwein zu bestellen. Alle 2 Monate werden bei mir neue Ferkel eingestellt. Die Kunden müssen eine Anzahlung leisten, mit der das Ferkel vorfinanziert wird. Den Restbetrag ist dann bei Abholung zu bezahlen. Die Ferkel wachsen nun 6 Monate auf unserem Hof auf. 2 Wochen vor dem Schlachttermin gebe ich meinen Kunden Bescheid, damit sie mir Zerlegewünsche darreichen können und mit mir den Abholtermin besprechen können. Auf Wunsch wird das Fleisch auch mit den Lebensmittelboxen der Post versendet. Mein Ziel ist es, langfristig Kunden zu binden. Dies erreiche ich mit einer hohen Kundenzufriedenheit, mit einer guten Fleischqualität, mit einer artgerechten Haltung und mit einer höchstmöglichen Transparenz. Aller Anfang ist schwer. Die größte Schwierigkeit bestand am Anfang, Kunden zu erreichen, da dieses Konzept neuartig war. Wir probierten es mittels Werbeplakate und teilten auch Flyer auf den Straßen aus. Dies war jedoch nicht sehr zielführend. Ein großer Vorteil war, dass ich nebenberuflich in einem großen Betrieb beschäftigt bin. Hier hatte ich Zeit, meinen Mitarbeitern mein Konzept näher zu erläutern. Diese fanden es toll und deshalb waren viele meiner Erstkunden direkt aus dem Mitarbeiterumfeld. Außerdem schaltete ich auch Anzeigen in diversen regionalen Zeitungen. Schön langsam baute sich dann mein Kundenstock auf. Nach dem 2. Jahr war ich dann immer ausgebucht. Für mich habe ich meine Ziele mit diesem Projekt bereits erreicht. Der Betrieb steht wirtschaftlich auf einem guten Standbein. Außerdem ist die Vereinbarkeit von Familie, Landwirtschaft und Beruf gewährleistet. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in unseren Betrieb geben. Und verabschiede mich auf diesem Weg bei euch.